Hallo zusammen, grüezi miteinander. Ich bin Fabia und vom Magazin, das ist mein Arbeitsplatz vom Schweizerischen Gehörlosenbund. Ich arbeite erst seit kurzem da und es ist sehr spannende Arbeit. Wir haben da mit Gehörlosen zu tun und lernen die Gebärdensprache. In meiner Freizeit gehe ich sehr gerne schwimmen, tun gerne joggen und ich gehe auch tanzen, mache einen Salsa-Kurs. Und ich bin aus Zürich von der Schweiz und jetzt geht es um verschiedene Dialekte. Und denke, ich erzähle noch ein paar einzelne Begriffe, die jetzt in meinem Wortschatz einfach speziell sind oder wo vielleicht auch von der Familie her so entstanden sind. Das eine ist das Bütschki. Und zwar ist das von einem Äpfel der Kern innen drin. Und ich dachte, das ist einfach ein spezielles Wort, weil andere Kantone sagen dem wieder anders. Das andere wäre der Anheuel. Und das ist vom Brot, ganz am Ende, das, was noch übrig bleibt. Oder wenn wir als Kind sind Süßigkeiten kaufen, dann haben wir dem Krämle gesagt. Danke vielmals fürs Zuschauen und tschüss zusammen.